Nein, das ist kein vergessenes Gepäck, das abgeholt werden will, sondern ein richtig dicker Drogenfang. 300 Kilogramm Kokain mit einem Marktwert von 60 Millionen Euro hat der Zoll in Hamburg Ende Juli in diesen Sporttaschen aus der Elbe gefischt. Ein Schlag gegen die Drogenmafia. Wir haben weltweit im vergangenen Jahr nach Auswertung offener Quellen zwischen 700 bis 750 Tonnen Kokain sicherstellen können. Doch die Ermittlungserfolge schrecken nicht genügend ab. Den Schmugglern winkt auf dem europäischen Drogenmarkt ein Milliardengeschäft. Laut BKA stehen Drogengeschäfte mit 36,2% in Deutschland weiterhin auf Platz 1 der organisierten Kriminalität. Die Banden werden dabei immer raffinierter und professioneller. Besonders die sogenannte Drop-off-Methode hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Kokain wird vorwiegend aus Südamerika per Seekontainer nach Europa geschmuggelt. Auf den Frachtern holen die Schmuggler es wieder hervor und werfen es wie in Hamburg in Sporttaschen verpackt und mit Bojen und Peilsendern versehen auf hoher See über Bord. Dort nehmen Schnellboote die Drogen auf, bringen sie an Land und verteilen sie über ganz Europa. Wir gehen auch davon aus, dass in den nächsten Jahren der Druck hier groß bleiben wird. Wir sehen, dass die Anbauflächen, die Anbaumengen sowohl beim Heroin als auch beim Kokain stark gestiegen sind. Das heißt, es gibt einen enormen Zufuhrdruck nach Europa. Bei den riesigen Mengen geschmuggelter Drogen ist Schwund, wie im Fall der angespülten Kokaintaschen in Hamburg, ganz offenbar eingepreist.